Moin Leute, wir machen jetzt mal einen kleinen zweiten Aufschlag in dem Video, wo wir uns die Balance-Patches noch einmal anschauen. Aber hier geht es jetzt primär nicht darum, dass ihr nochmal versteht, okay, was ist jetzt hier an Veränderung passiert, sondern wir gucken jetzt gemeinsam noch einmal mit dem guten Nio zusammen da drauf, aus der Brille eines RTA-Spielers. Nio, seines Zeichens ja auch schon in der EU-SWC unterwegs gewesen und dort den Rang 16 abgeschlossen oder Top 16 abgeschlossen. Und der gute Mann hat sich mal bereit erklärt, mir zur Seite zu stehen und gemeinsam mit mir mal auf die Änderung, die jetzt kommen werden, zu gucken und so mal ein bisschen die Brille eines RTA-Spielers aufzusetzen und zu gucken, okay, was davon findet er gut, was nicht und welche anderen besonderen Einblicke mir dann noch eröffnet worden sind. Werdet ihr alles jetzt in dem Video so ein bisschen sehen. Gerne auch nochmal nach dem Video so ein bisschen kommentieren, wie euch diese Art Format gefallen hat, ob ihr sowas in der Art so ein bisschen mit einem Experten an der Seite nochmal gerne sehen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare und dann wünsche ich jetzt schon mal viel Spaß mit dem Video. Na gut, dann lass uns mal starten, würde ich sagen. Wir fangen ganz oben an. Chronologisch gehen wir durch, hoffentlich. Also ich würde mal so sagen, wir schauen uns die mit die größten Highlights mit an. Also gerne auch, wenn dir noch irgendeins, wo du sagst, das haben wir noch nicht besprochen, dann gerne Stopp machen. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal oben an und dann gucken wir uns mal so die Balance-Patches durch. Du hattest jetzt mir schon gesagt, dass du die dir schon angeschaut hast und du bist schon up-to-date und dann gucken wir uns direkt mal die Magierin an. Kiki, großes Monster auch für den Siege-Bereich, hatte ich so wahrgenommen. Wie ist jetzt so ein RTA? Sieht man da Kiki? Ja, in RTA tatsächlich gar nicht. Also ist ein Monster, das quasi nicht relevant ist in RTA. Man sieht sie nirgends. Wenn sie mal gespielt wird, dann kann sie schon stark sein, aber der Nerf tatsächlich für mich persönlich sehr unerwartend, da ich spiele kein Siege, ich sehe sie nie. Sie ist in Interserver, ist sie ganz gut in der Defense. Da ist sie mit das beste Monster. Aber ansonsten, also ich glaube nicht, dass sie einen Nerf verdient hat eigentlich. Okay, krass. Okay, cool. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, ich fand eigentlich schon, dass sie im Siege-Bereich echt hart geböllert hat und wirklich heftig Schaden machen kann. Ist auch so, aber sie ist halt krass counterbar, ne? Also du kannst halt einen Vero oder Juno reinstellen und du hast gewonnen. Ja, okay. Na gut, kann man so sehen. Also für dich ist jetzt Nerf, wo du sagen würdest, also nicht so richtig gerechtfertigt, aber nimmt man mit. Also macht sie jetzt ja nicht kaputt, so wie Gurka oder so. Man muss halt schauen, wie es ist, ne? Wenn sie jetzt auf einmal dann viel zu schlecht ist. Ich meine, das sind nur 2%, die jetzt verloren sind oder 1% auf maximal 2%. Aber ja, so krass gerechtfertigt finde ich jetzt persönlich nicht wirklich. Okay. Dann der nächste Änderung, die jetzt ja ein bisschen einschneidender vielleicht ist für die RTA, wahrscheinlich dann so für deinen Spielbereich, ja, wo du ja mit dabei bist. Das ist ja dann die Marsha, ne? Marsha ist passiv, wird jetzt angefasst. Du kriegst weniger Angriffstempo. Ja, das ist tatsächlich aber viele, mit denen ich gesprochen habe, dachten, dass Marsha nichts bekommt. Für mich brauchte Marsha definitiv eine Anpassung, weil sie einfach krass gespammt wird. Monster mit über 50 oder 60% Pickrate brauchen Nerf. Punkt. Und auch wenn ihre Winrate nur bei 49 bis 50% ist, die Pickrate ist einfach zu krass. Und da sehen wir auch später noch einen Oliver, der da mit reingehört. Da sehen wir gleich noch einen Ryu. Das sind alles drei Monster, die alle bei 60, 70 Winrate hängen. Das ist einfach zu krass. Die brauchen einfach einen kleinen Nerf. Und hier 15% runterzugehen oder 25% runterzugehen, ist passend. Ja. Ja, okay. Dann das heißt ja auch, dass ihr Damage-Output, also die Auswirkung ist ja, dass der Schaden dann auch runtergeht, ne? Also das, wenn die Angriffsgeschwindigkeit sinkt, dann ja auch der Skill vom S2. Ich weiß nicht, wie es in der Menschenform aussieht, aber zumindest für den S2. Naja, das Problem bei Marsha ist, sie hat 123 Base Speed und die Angriffsgeschwindigkeit scaled halt unter anderem sehr krass mit dem Base Speed. Und dann ist es halt später so, dass sie teilweise Monster zweimal outspeedet. Also der Kampf geht halt zum Ende hin. Sie steht halt gegen einen Bruiser. Selbst gegen meinen Swift-Wuser outspeedet sie teilweise. Was halt Quatsch ist. Also das darf halt so nicht. Darf so halt nicht passieren. Und jetzt definitiv besser so mit 50%. Okay. Nächstes Meta-Monster, was direkt kommt im Anschluss, ist Shizuka. Ist das ein Nerf, wo du sagst, den wird man merken? Den wird man definitiv merken und das ist auch definitiv verdient. Ich habe es mir auch genauso gedacht, dass sie selber sich S2 nicht geben kann. Ich persönlich hätte mir gewünscht, dass sie sich selber S2 geben kann, aber dass die Abklingzeit nicht reduced wird, dass sie so einen Buff und Nerf in einem bekommt. Man kennt das von Garni. Garni hat auf seinem
Auf seinem Skill ist es so, dass man ihn nicht resetten kann. Das heißt, es ist sowohl positiv als auch negativ. Wenn zum Beispiel eine Sekhmet-Skill 3 macht, dann ist dieser Skill unberührt. Und genauso hätte ich es mir bei der Wasser- und Yuji gedacht, dass sie selber halt einfach keine Skill-Cooldown bekommt dadurch. Auf dem zweiten, auf dem dritten schon. Das ist halt jetzt nicht passiert, weil im Endeffekt, als sie gebufft wurde, haben sie ihr beim dritten eine Abklingzeit höher gegeben, weil sie sich halt selber eine Abklingzeit runtergeben kann. Kann sie halt jetzt nicht mehr. Das heißt, der dritte ist eigentlich wieder genervt, sozusagen. Stimmt, so indirekt. Ja, über die Verstehe, Patches ja. gesehen. Daher, naja, muss man halt schauen, aber sie war definitiv auch sehr krass. Ne? Gerade am Ende. Solo hast du sie halt teilweise gar nicht besiegen können. Ne? Sie hat Mascha oder so wiedergeholt und du hast keine Chance, da durchzukommen. Naja, das ist völlig krank Ding gewesen. Gut, das nächste ist dann, also das Licht am Yoti ist davon ja auch betroffen, aber ich glaube, das ist für uns jetzt, denke ich, nicht so relevant, weiß ich nicht. Also Auch jetzt. für sie selber nicht, war für sie selber nicht so krass relevant. Genau, und ich weiß nicht, der Passiv, die Veränderung für das Licht und für Seimei ist, glaube ich, nett, aber wird das irgendwas Bahnbrechendes an Seimei verändern? Ja, wird es verändern. Ja. Seimei ist tatsächlich in meinen Augen underrated des Todes. Also sie ist super stark. Im Endeffekt ist sie ein Juno AOE. Also ich weiß nicht, ob du ihre Passive so generell kennst. Ich meine, sie steht Na, da, aber. die begrenzt ja da die ganzen vorteilhaften und negativen Effekte. Also war es doch auf eine Runde oder sowas, ne? War es nicht Das ist so? das eine, aber sie hat auch, wenn, sagen wir, deine Sierra hat zwei Debuffs drauf und endet, der Zug von Sierra endet, dann bekommt Sierra für jeden Debuff, den sie drauf hat, nochmal Heilung. 30%. Also vorher waren es 20%, jetzt sind es 30%. Das ist halt super stark gewesen. Du hast halt teilweise eine Onmyoji reingestellt und ein CC-Team hat das nicht, du kriegst das Team nicht tot, weil solange die Onmyoji auf dem Feld steht, heilt das Team einfach zu stark. Krass, also haben die passive Heilung bekommen, einfach nur weil sie existiert sozusagen. Genau, das ist ja ihre Passive, Wild, unter wild, wild, anderem. wild. Ich persönlich hatte damit richtig stark zu kämpfen. Glorious, vielleicht kennst du, der hat die und der spielt die souverän. Oh, krass. Sehe ich tatsächlich, also natürlich in meinem RTA-Bereich sieht man sowas gar nicht und wenn dann überhaupt nicht richtig verwendet, also die sind ja alle dann mega lost, was es angeht. Krass, das ist sehr interessant. Also damit, ich dachte jetzt tatsächlich so mit meinem laienhaften RTA-Verständnis, das macht so fast gar nichts, aber im Gegenteil, das wird ja dann, wenn ich es richtig sehe, Das ist super wild. stark. Vor allem das Ding ist auch, das, was halt Leute nicht sehen, das steht jetzt 10% auf 15. Naja, aber so ist es nicht. Es ist 10% plus Artefakte auf 15%. Weil wenn du ihr Skill 3 Heilung gibst, heilen die anderen auch noch mehr durch sie. Weil sie halt, das ist ihre Passive, sie heilt durch die Passive. Weil sie Und Artefakte geben halt auch mehr dadurch jetzt, ne? Krass, okay, das Same, das hätte ich ganz anders eingeschätzt. Dann haben wir noch den guten Moor. Nächstes Metamonster kann man eigentlich sagen. Also zumindest in meinem Bereich, so in dem Goldbereich, da siehst du die, also keine Ahnung, du siehst halt nur Moor, CP, den Robo in Wind irgendwie und das geht die ganze Zeit so. Jetzt hat er einen kleinen Nerf bekommen, würde ich sagen. Ne? Ja, 10, es ist die Range, dass er absorbieren kann, 10 bis 15% statt vorher 10 bis 20. Ja, ist tatsächlich sehr stark verdient. Ich hätte sogar 10% komplett wieder zurückverdient gefunden. Das Ding ist, ich meine, du hast mir gerade eben gesagt, in deinem letzten Video warst du verwundert. Er wurde halt im letzten Patch wurde angefasst von vorher nur 10% auf 10 bis 20%. Was halt Quatsch ist, sie wollten halt den Lichtstriker buffen. So, der Lichtstriker, der braucht das nicht. Dem ist der zweite Skill egal, der macht Skill 3, boom, und der Gegner ist tot. War halt unnötig, der Buff. Aber dass sie es jetzt so halb zurücknehmen, ist okay. Es ist auf jeden Fall verdient. Die Pickrate ist ja noch höher gegangen im Vergleich zu letzter Season. Also jetzt mal off-top, also was heißt off-topic, aber Oliver zum Beispiel hatte eine Pickrate in Season 23, also letzte Season, von 70% und Wasser-Ryu von 60. Jetzt gerade aktuell hat Ryu 62 und Oliver hat 61. Also der Ryu hat den Oliver überholt. Also. Oh, okay. Also war das dringend notwendig, dass da mal was gemacht wird. Ja, safe, Krass. safe, safe. Gut, dasselbe Spiel ist dann auch für Ken. Ich glaube, der ist eher irrelevant, würde ich mal fast behaupten. Ist ein guter Leo-Counter, aber ansonsten in einem Swift-Team kann er sehr stark sein. Der Schaden ist halt super stark von Skill 3. Aber ist eher nicht so krass geused, das stimmt schon. Dann kommt dein Liebling, dann kommt der Striker in Dunkel, Van Cleef. Den hast du ja selber Ja. auch, habe ich wahrgenommen, und hast du auch eine eigene Meinung zu. Hau mal raus. Ich selber habe ihn und das Traurige ist,
Ich bin der Einzige, der ihn wirklich aktiv gespielt hat vor diesem Patch in RTA, Guardian 3-Bereich. Ich habe halt CC LD-Netfiles, also Valantis Sneftis, da hat er teilweise gut reingeklappt. Ich sag ehrlich, in den meisten Situationen ist, wenn du so spielst wie ich, eine Charlotte, ein Poseidon, Chongpong besser, weil sie haben halt diesen Attack Bar Reduce, das hat er nicht. Dir bringt ein 3-Runden Stun nix, wenn da eine Josephine steht oder eine Tetra, ein Vero, das bringt dir im Endeffekt sehr wenig. Daher ist ein anderer Monster besser. Und jetzt haben sie ihm halt Strip gegeben statt eine Runde Buff-Verlängerung, was halt fraglich ist, weil vorher hast du ihn halt als letztes gespielt. Er hat halt, nachdem Debuffs drauf waren, zack, zack, Debuffs verlängert. Und jetzt ist er halt ein Stripper. So, AOE-Stripper. Jetzt Ist halt die rutscht er nach Frage, vorn. willst du ihn, ja, jetzt rutscht er nach vorne, willst du ihn halt jetzt ganz schnell spielen auf Qual? Theoretisch ist er super stark als Stripper, weil er halt 2 Runden stunnen kann, was auf dem Blatt Papier cool ist. Aber dann ist halt wieder die Frage, okay, ist ein Ryu, also ein Striker. Es gibt Wasser-Striker, Wasser-Striker hat 24 Speed Lead, hat Attack Power Absorb, hat noch seine Passive mit diesem Hit. Wieso sollte man Ryu in Dark spielen statt in Wasser? So, gerade auch, man könnte sagen, okay, da spielt man ihn halt auf Swift, weil er kann ein Monster direkt 2 Runden lang CC mit seinem dritten Skill. So, aber dann auch da, wieso sollst du ihn Swift spielen? Er hat keinen Speed Lead. Er ist halt nicht der Wasser-Ryu. Daher für mich irgendwie fehlkonzeptioniert. Und sie haben ihm wie immer irgendwas weggenommen. Das machen die jetzt zum dritten Mal mit ihm. Die nehmen ihm irgendwas weg und geben ihm irgendwas anderes, was ihn schlechter macht. Mal ausprobieren. Was halt Quatsch ist. Ja, Aber wenn du also. ihn, wenn du ihn, also wenn er selber die Speed Lead nicht hält, aber andere Monster, das, man könnte ja drumherum spielen sozusagen. Das würde aber auch nicht, sagst du, macht auch keinen Sinn. Es ist schon gut, aber die Frage ist, warum sollte ich ihn nehmen? Warum soll ich einen Stripper nehmen, der Debuffs verlängert, wenn ich auch einfach normal strippen kann, ohne Debuffs verlängern. Also, wo kommen die Debuffs her? Ich bin ja der Stripper. Wo kommen denn die Debuffs her, die ich verlängere? Weißt du, was ich meine? Also, ist das so. Klar kann ich ihn jetzt nach Valantis, das wird jetzt das sein, was ich persönlich mache. Ich werde ihn jetzt nach Valantis als zweiten Stripper spielen. Aber Imagine. ob das so die Banger-Lösung ist, man muss halt dazu sagen, er weckt den Resistance und hat einen Kill-Chain Leader. Ist jetzt Ja, irgendwie nicht so cool. gut. Ja, vielleicht könnte man da noch was machen, so als Hinweis in Richtung Kommt, dass da die Lieder nochmal überarbeitet werden. Ich meine, zumindest in den letzten Balance-Patches habe ich ja öfter schon wahrgenommen, dass Leads jetzt nach und nach, auch wenn es lange ist, Ja. angefasst werden. Also das ist ja wirklich so manche, wir werden es ja nachher auch noch sehen, zwei Leader-Fähigkeiten, die wieder sehr sinnvoll verändert wurden. Und hoffentlich passiert es auch noch mit dem Striker mal irgendwann. Jetzt kommen die Druiden, genau, da ist ja ein bisschen größer mehr passiert, und zwar so grundlegend, wenn ich mal zusammenfasse, sind ja die dritten Fähigkeiten, sind das immer jeweils, glaube ich, die bisher immer nur in der Druidenform, sag ich mal, ausführbar waren, oder die viele Effekte davon waren ausführbar, dann nur in der Druidenform. Die sind jetzt auch in der Bestienform ja nun nützlich. Was Ja. sagst du so, was sind so für dich bei den Druiden vor allem so, wo du sagst, oh, da ist es richtig gut, und wo ist es vielleicht richtig scheiße? Es ist weder richtig gut noch richtig scheiße. Es ist Kacke. auf 3 von 5 komplett irrelevant. Also auf Feuer ist es irrelevant, auf Licht und auf Wind, weil man spielt sie nicht, also man lässt sie nicht in dieser Bärenform, in der Hundeform. Man wechselt halt mit Skill 2 raus. So. Das heißt, der Moment, dass du in dieser Hundeform bleibst, es ist irrelevant, das brauchst du nicht. Das Einzige, wo es relevant sein kann, ist Nabellio, der halt dauerhaft heilt mit seiner Passiven in der Hundeform, und bei einem Pater, der heilt in der Hundeform. Da ist es cool, wenn man da auch den Benefit trotzdem hat von zum Beispiel der Attack-Leiste. Wobei auch Nabellio wechselt eigentlich in die zweite Form, also in die normale Form zurück. Es ist halt eigentlich was von Anfang an hätte so sein sollen. Was dann jetzt dann nach 3 Jahren auch mal kam. Also es ist halt eigentlich, ist jetzt cool, der Balance Patch ist jetzt gefüllt, aber so richtig ändern wird es halt nichts. Also ich habe auch nicht, da würde ich fast, würde ich sagen, zustimmen. Ich glaube, nur das einzige relevante Änderung ist wahrscheinlich für Abellio und auch für Pater, ne? Also die werden es merken. Ja, vielleicht, wenn man. Vielleicht, ja, genau. Also würde ich auch so sehen. Was sagst du zu den Passivverbesserungen für Valant? Oder bei Valant ist es ja keine Verbesserung, das ist ja ein Nerf. Und für den Belenus, der hat ja jetzt ein bisschen mehr Angriffsbalken absorbt bekommen, aber auch nur in der normalen Form, glaube ich, ne? Oder ja, ich glaube, es ist nur die Menschenform. Belenus ist halt Druiden kennen es, ich glaube, es ist der dritte. Wenn es der dritte ist, kannst du Belenus halt jetzt legit als Cleaver spielen. Also
Sein dritter Skill hat halt einen guten Multiplier, hat selber noch einen Deathbreak und so weiter. Theoretisch ist das ein guter Skill 3, weil du cyclest dich halt, wenn du absorbierst. Sagen wir, du absorbierst drei Leute, damit solltest du eigentlich fast safe vor allen anderen rankommen, außer du hast halt den. Stimmt, du hast ja Flächenfähigkeiten und kannst damit eine Runde generieren. Richtig. Ja. Dadurch ist er jetzt besser. Ansonsten bleibt er halt für die meisten wahrscheinlich ein Leo-Counter. So wie Ken oder Dark Feuereinhorn. Ansonsten der Dunkeldruide, in meinen Augen underrated ein bisschen. Ich verstehe, dass Leute, die ihn haben, ein bisschen Mimimi machen. Gleichzeitig kann ich es aber nicht verstehen. Ich verstehe, dass das Monster schlecht ist gegen Resetter, also gegen Oliver, Strongpong, Garni, wobei Garni keiner mehr spielt. Genauso ist aber beispielsweise mein Nigong super schlecht gegen Resetter, weil sein dritter Skill wird er dann resettet und dann macht er nichts. Trotzdem kriege ich Einsatzmöglichkeiten gegen Bruiser. Und es gibt nicht wenig Bruiser in dieser Season oder in der Beta. Es gibt viele, klingt doof, aber es gibt sehr viele Ragdoll-Spieler. Es gibt sehr viele Nana-Dominik-Spieler. Und gegen sowas ist ein Pater halt gar nicht verkehrt, weil eine Nana zum Beispiel ist auf Qual. Da Immunity und Anti-CC zu haben, ist super stark in meinen Augen. Das ist ein bisschen underrated und da ist ein bisschen zu viel Mimimi in meinen Augen. Aber ja, er hat es auf jeden Fall verdient gehabt. Und zum Lichtdruiden, ja, ich habe Valantis. Er ist aktuell einer der stärksten Monster im Spiel. Ich muss sagen, der Nerf ist halt, man wird schauen, aber ich denke, das ist verkraftbar. So auch ich als G3 Valantis Abuser kann sagen, ja, okay, hat er jetzt 10% weniger, ist okay. Dafür haben andere Monster auch Nerfs bekommen. Ja, definitiv. Na gut, also das ist so ähnlich, das hätte ich jetzt auch interessanterweise so ungefähr eingeschätzt. Also, dass auch Valantis da nicht viel von, er wird immer noch ein starkes Monster sein. Also, da wird sich, glaube ich, nichts dran ändern. Ich heul da jetzt nicht rum, weil er genervt wird. Also, ehrlich, das ist Quatsch. Ja, gut, dann kannst du ja auch zur Not, kannst du dir mit Neftis auch ein bisschen die Tränen trocknen. Also, okay, wir machen weiter. Der Schattenwerfer oder die Schattenwerfer sind jetzt wieder mal angefasst worden. Die sind ja schon öfter jetzt in der Vergangenheit versucht worden, nochmal zu verbessern. Und das sind auch, was ich so wahrnehme, wahrscheinlich auch alles Buffs gewesen oder gute Veränderungen, sagen wir es mal so. Also, gerade wenn ich auf Wind gucke. Das Ding ist, die waren tatsächlich so relevant, dass ich gerade nochmal nachgucken musste bei Feuer, ob das der dritte ist. Das ist der dritte Skill. Sehr gut. Dass er sich dritte, jetzt schützt, ist, nehmen wir mit. Ändert quasi nichts. Also ich weiß gar nicht, jetzt hat er sogar zweimal Schatten, die ihn schützen, oder? Ich glaube, die zweite kann das ja auch, meine ich. Also ob das jetzt was ändert, ist jetzt die andere Frage. Nee, ändert nichts. Er kann super stark sein, wenn du den Gegner kennst, also quasi nur auf G3, wenn du weißt, dass der Gegner keine Immunity hat, weil er hat 120 Base Speed, du kannst ihn halt auf Swift spielen, gibst ihm viel Accuracy, er macht Skill 3 mit seinem Skillblock und dann kann der Gegner halt nichts machen, aber ansonsten ist er halt Müll, so. Ja. Wie sieht's bei dem Wind aus? Der Wind war ja bisher auch komplett Müll, jetzt kriegt er einen AOE-Strip. Er hat schon einen AOE-Strip, oder? Also einen richtigen, also einer, der alles entfernt. Aber er hat schon einen. Der hatte schon einen, Er hat schon einen AOE-Strip, aber halt nur einen Buff, Debuff. Und ich sag dir, Monster, die so eine Änderung bekommen, ändern sich nicht. Also, ob er jetzt einen Buff strippt oder zwei, ändert nichts, weil die Meta ist meistens First Turn. Das heißt, im First Turn, im ersten Zug, niemand spielt Schildsets. Das heißt, du hast nur Immunity. Also ändert es nichts. Ob er jetzt ein oder zwei Buff strippt, in der Länge des Kampfes, also ich kenne keinen, der Zen auf Bruiser spielt. Also ich kenne generell keinen, der Zen spielt. So, jetzt mal. Ja, also ich auch nicht, deswegen. Deswegen ist es auch gut, wenn ich mal noch jemand anderen hier habe, der das genauso. Also wir reden jetzt auch häufig immer, wenn wir jetzt so über Anwendbarkeiten reden, reden wir erstmal so primär auch für die Zuschauer über RTA, genau, also Weltarena. Also ob der da vielleicht in den Dreierkämpfen im Belagerungskampf oder im Interserver irgendwo benutzt würde, sicherlich. Aber so in den höheren G3-Bereichen in RTA wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, ob er in G1 gespielt wird. Ich muss ehrlich sagen, ich schaue sogar gerade nach. Ich versuche gerade rauszufinden, ob dieses Monster gespielt wird. Und ich glaube tatsächlich, dass er nicht gespielt wird. Ja. Das ist so einer der Kandidaten, der, wenn es hochkommt, auf 0,01% Pickrate kommt. Ja.
Also der ist kompletter Quatsch. Ja gut, dann wird die zweite Fähigkeit, die Kreta kriegst du ja bloß anderes Leiste dazu, wenn die Schattenbindung ausgelöst wird. Also ein bisschen, weiß nicht, das, für mich ist so ein bisschen da das Gefühl bei dieser Schattenbindung, die kann ja auch nicht treffen, ne? Das haben wir ja auch schon das Thema. Ja. Und wenn das passiert, dann machst du ja basically nichts mit der Fähigkeit, ne? Also die ist ja, und das Das weiß ist nicht, richtig. ob diese Änderung, die wir jetzt hier sehen, ob das so ein bisschen dieses Nichts ersetzen soll, was dann entstehen kann. Also, das fühlt sich für mich zumindest an, wenn ich es lese. Also, aber ich glaube auch, overall wird sich für den Wind, und der Licht ist ja davon auch betroffen, wird sich da auch nichts ändern, glaube ich. Nee, aber ich kann dir die Statistiken sagen. Diese Season 6-mal gepickt in G1. Krass. Letzte gesamte Season 240 Mal. Mit einer ganzen Winrate von 40%. Herzlichen Glückwunsch. Also, der ist wirklich super gut. Da muss man, na, vielleicht ändert es jetzt ganz viele Sachen. Aber du sagst, Oh da passiert ja. nichts. Nee. Das ist okay. Im Gegenteil, er wurde ja sogar genervt eigentlich. Also, weil der Skill, er kriegt ja sogar Update seit eben eine Runde mehr. Ja, aber dafür kriegt er quasi direkt eine Runde geschenkt wieder sozusagen. Ja. Aber Ui. es bringt irgendwie nichts. Ja, das, also glaube ich auch. Weiß nicht, ob der Licht davon irgendwie profitiert, aber. Sie hätten diese Abklingzeit nicht erhöhen müssen können und hätten ihn so lassen können und es wäre immer noch schlecht gewesen. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann kommen wir mal zu dem Kollegen, der jetzt ein bisschen interessanter wird. Skysurfer in Wind, Oliver. Ich hoffe, dass er weniger interessant wird für die Leute, weil er keinen Schaden mehr macht oder nicht mehr so viel Schaden. Ich finde es sehr wichtig und richtig, dass der hier nochmal einen Nerf kriegt. Man muss halt sich einfach vor Augen halten, er ist der Einzige, der in Wind 33 Speedlead hat. Und du darfst solche Monster nicht overbuffen. Solche Monster dürfen nicht zu stark sein. Ein Psama war damals zu stark, wurde genervt. Eine Vanessa war zu stark, wurde genervt. Dann war sie zu schlecht, wurde gebufft. Die dürfen einfach nicht zu stark sein. Das ist halt. Daher ist es okay. Vor allem auch, beispielsweise ein Khimki hat in letzter Zeit richtig krass Nerfs kassiert. Wenn man dann mal einen Khimki spielt, was sehr selten in RTA vorkommt, ich zum Beispiel habe keinen, ich hätte gerne einen, dann kann ein Oliver einen Khimki jetzt nicht mehr einfach raushauen, was halt vorher möglich war, was halt Quatsch ist. Ein Oliver Supporter sollte niemals so viel Schaden machen. Das ist absurd gewesen. Dann haben wir auch den Kollegen, also sein Bruder in Licht, Daniel. Persönlich fand er die Quantenexplosion in S3, also auf dem Papier liest sich das immer sehr interessant, aber wenn dieses Ja. ganze Setup, was man dafür ja wahrscheinlich auch braucht, dass die Angriffsbalken auf null sind, wenn das nicht eintrifft, dann passiert da nicht so viel, Das ne? ist wie so ein Darkstriker. Der liest sich auf dem Blatt Papier wirklich so geil und liest sich wie Exodia himself. Und dann spielst du ihn und merkst, ja, okay, ich brauche erstmal einen AOE-Stripper. Ja, okay, aber ich muss ja erstmal schneller sein als der Gegner und einen AOE-Stripper haben. Ja, okay, ich muss erstmal schneller sein, AOE-Stripper haben und noch die Attack-Dice reduzieren. Naja, Also so dann viel. merkt man, da fehlt aber einiges. Ja? Also da musst du schon perfekt durchkommen und das ist halt schwierig einfach. Daher, man sieht ihn gar nicht. Also ich glaube, ich habe noch nie gegen einen gespielt in der RTA. Das Monster ist jetzt auch schon ein paar Seasons draußen, also Naja. definitiv verdienter Buff. Also, Meinst du denn, dass der ja. Buff irgendwas ändern wird Nö, an der? glaube Glaube, nicht. ja, das hörte ich jetzt auch so raus, ja, okay. Also wer ihn hat, kann ihn CC spielen mit Chong Pong und so, ja. Ich denke halt, jetzt ist er halt auch ein viable, einfach so ohne Attack-Leisten-Reduce-Monster. Genau. Also, weil er halt Skill 3 kann halt einfach jetzt AOE stunnen. Ich meine, 50% ist jetzt nicht so krass. Aber er zieht ja trotzdem Attack-Leiste runter und so, ne? Also. Ja. Muss man Dann haben wir gucken. den Ifrit in Wasser, Theomas, der jetzt auf einmal noch einen Angriffskraft-Buff bekommt, wenn er. Ich habe es so verstanden, wenn er auf Endur-Modus geht, ne? Also wenn er quasi kurz vorm Tod ist. Das haben sie sich schön von Chronicles einmal rübergeschoben. Oh, das wusste ich nicht. Okay. Naja, auf Chronicles kriegt er Attack, wobei auf Chronicles kriegt er, glaube ich, Speed und Attack Buff. Kommt dann im nächsten Patch. Super. Nee, naja, ist halt ein Siege-Monster, ne? Also, ich persönlich kann da jetzt nicht so viel sagen, aber ich glaube, dass das schon okay ist. Viele weinen da, glaube ich, ein bisschen, aber es ist halt okay, glaube ich. Also ich glaube auch, der Das. wird wahrscheinlich im Siege-Bereich, ist auch meine Vermutung, da wird er jetzt noch ein bisschen mehr für Furore sorgen, glaube ich, dass wir den jetzt da häufiger sehen, vielleicht auch wieder in Defense ist. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass wir K'Moon, Chasun, Theomas zurückbekommen, aber auf jeden Fall wird er da, denke ich mal, die ein oder andere Defense mehr bestücken in der Zukunft. Safe.
Einfach, du hast ja noch mehr Zufälligkeit dann drin, ne? Sobald der Low HP geht und den Attack Buff Ja. bekommt, oh mein Gott, dann ist ja Ja, wenn er nicht Alarmmodus. proc, wenn er nicht proc, macht er eh nichts. Also von daher. Ja. Okay, dann haben wir hier nochmal eine kurze Änderung als nächstes gesehen bei Veromoss, wo einfach nur die Betäubungs, sag ich mal, ja, Bedingungen ein bisschen erweitert wurde, hatte ich so den Eindruck, dass er regelmäßiger betäubt wieder. Das ist wahrscheinlich vor allem in Richtung PvP, denke ich mal, eine Änderung. Er betäubt nicht mehr, sondern er zieht die Attack-Leiste jetzt runter auf Leute, die Ja, dann meine nicht. ich, mein, ja, richtig, richtig. Aber in dem Fall, es ging ja dann bei der dabei, wann er das macht, ist ja dann immer, ob er, also mit dem Betäuben hat, hängt das ja zusammen sozusagen. Ist Genau. halt ein super Skill jetzt, weil, also er war vorher schon stark, aber jetzt ist es halt so, oh, ich habe den Stun gemisst, na egal, ich ziehe halt die Attack-Leiste runter. Genau. Also es ist halt, anyway, wenn du triffst, Accuracy Rest, es ist halt super stark, weil du halt. Ja. Egal wie du CCst, auf beide Arten und Weisen. Genau. Es ist für RTA, also ist besser wahrscheinlich für RTA, logischerweise, dann, wenn du den mal als Counterpick dabei hast, denke ich mal. Ja, ich hasse den WoW, also ich mag ihn gar Ja, wenn nicht. deiner kommt, kann ich mir vorstellen. Das halt, Ja. macht es halt für mich ätzend, aber also ich glaube, die wenigsten spielen WoW, aber wenn WoW zum Einsatz kommt, in der richtigen Situation, zum Beispiel gegen einen CC-Spieler wie mich, ist WoW schon sehr, sehr stark. Das macht ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser zum letzten Patch. Nochmal. Ja, dann haben wir den Phönix in Wind, Teshar, der Den weniger sehe ich Cooldown nicht. bekommt. Den sehe ich nicht. Können wir weitermachen? Alles klar, wir sehen Dominik als nächstes, der jetzt genervt worden ist. Ja, Was, Dominik, was? ja, 100% Attack ist in meinen Augen super. Er hat immer noch die 200%, wenn er halt low ist, nur. Genau. Wenn er high ist, oder wenn er high HP ist, dann hat er noch die Hat er noch die 200% 100? Attack. Genau. Was okay ist, Cleaver können halt nicht weinen, weil, Ja. naja, dann hast du das Spiel eh verloren, wenn du nicht Erster bist als Cleaver. Ansonsten, ich finde es super. Gerade, dass die Attack-Leisten Absorb jetzt weg ist. Was halt bei Dominik immer richtiger Quatsch war, er ist ein Windmonster und kann jegliches Feuermonster angreifen. Egal, ob er Ja. Glancing hat oder nicht, der zieht einfach Attack-Leisten, ist ihm scheißegal. Das war halt Quatsch. Naja, Ja, ist das der schon Absorb ist okay. jetzt raus, genau, und jetzt Ja. perfekt. Okay, also. Finde ich verdient tatsächlich. Ja, finde ich auch. Und ich glaube, das ist auch ein, wieder so eine Änderung, die auch bei vielen Leuten auf Wohlgesonnenheit stoßen wird. Ich bin mal sehr gespannt mit der nächsten Änderung. Wir haben jetzt den Waffenmeister noch in Licht vor der Brust. Der eine ziemlich, also auf dem Papier liest sich das wieder wie so eine Vancliff-Änderung. liest sich erstmal wieder richtig stark, was jetzt hier reingepackt wurde, nämlich dass der jetzt mit der dritten Fähigkeit durchgehend Verteidigung ignoriert. Meinst du, den wird man jetzt in der RTL wiedersehen? Denke, dass er, also sein Schaden wird halt runtergehen. Ich denke, dass wenn du den auf Bruiser spielst, er wird halt jetzt einfach der bessere Dominik sein, wahrscheinlich. Der halt Death ignort. Also du kannst halt dann. Ich meine, Dominik steht zwar da nicht, aber Dominik hat ja auch immer Death ignort. Weißt du, was ich meine? Also der Damage von Dominik ist ja auch Death ignore. Ist ja True Warum? Damage. Naja, weil Dominik macht 200% seiner Attack-Schaden. Wenn Dominik zwei, sagen wir, Dominik hat ein Base. Oder insgesamt hat Dominik 2000 Attack. Wenn er 200% von 2000 Attack macht, macht er 4000 Schaden. Also es ist true. Es ist einfach, der letzte Hit von Dominik ist zack, flat oben drauf. Ist immer derselbe. Ach Ob du so, jetzt, also weißt ja, ich verstehe. du, ist auch Deathignor nur. Also ist so wie Artefakte. So eine Additional andere Damage Art. oben drauf. Stimmt, ja. Daher ist der Licht halt, er macht jetzt genau dasselbe wie Dominik vorher. Muss man halt gucken, wie viel Schaden er macht. Aber bauen tut man dem Dominik wahrscheinlich, dem Benedikt ein bisschen anders wahrscheinlich, ne? Also Dominik ist ja, den kannst du ja momentan immer noch auf diesem Speed-Attack-Attack oder Speed-HP-Attack, je nachdem, wie du den da baust. Also Das ist mit halt sehr jetzt die viel, Frage. Du ob hast ihn sich ja das vorher nur verändert. anders gebaut. Du hast ihn ja vorher nur anders gebaut, weil er halt eine andere Passive hatte. Im Endeffekt ist er jetzt der Dominik wie vorher. Also, so ist halt Was aus meine meiner Sicht Meinung. vielleicht auch gerechtfertigt ist für ein AD Net 5. Um es mal ehrlich zu sehen. Also. Wahrscheinlich, ich denke halt, dass er sogar noch mehr Schaden machen wird als ein Dominik. Muss man halt gucken. Aber im Endeffekt, er ist halt ein Dominik. Ja. Finde ich auch nicht so schlecht, weil ich glaube, vorher war er so aus der Waffenmeisterfamilie so mit der Schlechteste, oder? Also, ich meine, Maximilian ist ja Ja. lol. Also, okay, über Maximilian müssen wir nicht reden. Der wäre bei dir auch noch nett, oder? Maximilian, deiner Komp? Ich will wenn nicht, ja. Der Aber war wild, ja. ja. Okay.
Ja, dann gehen wir mal weiter. Wir haben jetzt die Cookies. Cookie, oh Gott, es sind so viele Änderungen bei den Cookies. Und du sagtest schon vor dem Video zu mir, dass da sogar schon eigentlich noch zwei fehlen. Also Ja, da. es sind sehr viele Änderungen, aber die meisten sind halt schnell durchgegangen. Es sind so viele irrelevante Sachen dabei, die ich nicht mal richtig gelesen habe, weil es halt einfach Naja. kannst halt überspringen, so gefühlt, aber ja. Ich fand eine, vielleicht können wir noch mal eins rausnehmen, was ich sehr, sehr interessant zumindest fand, und zwar, wo war sie? Die Macaron-Wächterin in Dunkel. Da fand ich ganz interessant, was Dunkel, ich glaube. Da ging es, glaube ich, darum, dass die, wo steht denn das da? Genau, dass man schädliche Effekte entfernt. Das war das, was vorher stand. Also da wurde ja die Fähigkeit komplett verändert. Vorher konnte man auf der zweiten Fähigkeit da irgendwie schädliche Effekte entfernen. Das ist jetzt weg. Jetzt bufft die sich selber Verteidigung für 3 Runden und macht 3 Runden Immunität und kriegt da noch sofort eine Runde. Also nicht 100% Angriffsbalken, sondern wirklich eine Runde. Und geht dann, wenn du jetzt die dritte Fähigkeit lesen würdest von dem Dunkel, von der dunklen Macaron da, macht die ja dann noch einen Defense Break und bufft, glaube ich, Unverwundbarkeit, wenn ich mich recht entsinne. Das hört sich für mich wieder so ein bisschen ja, so nach der Van Cliff-Methode an. Also das auf dem Papier liest sich jetzt erstmal sehr stark. Wie siehst du das? Ich finde sie tatsächlich ist okay, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Du musst halt, was du halt bedenken musst, bei 3 Runden Immunity und 3 Runden Death Buff, es sind nur 2 Runden, ne? Weil sie gibt sich selber eine Runde. Weil sie selber eine Runde Also, zieht, genau, ja, ja, stimmt. also sind es nur 2 Runden im Endeffekt. Das ist ja das, was ich mir für Feng wünsche, dass ein Feng 3 Runden Buff bekommt, Revenge, und nach dem zweiten einfach nächste Runde. Dass er immer noch 2 Runden hat, einmal sich geheilt hat und nächste Runde zieht. Das wäre so mein Wunsch. Das haben sie jetzt da bei einem anderen Defense-Type-Unit gemacht. Ich finde es lustig, dass du das ansprichst. Das finde ich tatsächlich sehr stark, aber nicht bei ihr, sondern bei der Wasser. Ach Weil, so, okay. wenn du ein bisschen weiter höher gehst, siehst du, allgemein provoziert für eine Runde ist jetzt Verteidigung Ist verringert. Verteidigungsbrechung, genau. Und die Wassertante ist aber die, die, wenn irgendjemand Damage kassiert, dass sie eine gewisse Chance hat, Damage auf null zu fahren und die dann revenged. Und sie revenge halt mit Skill 1. Das heißt, die kann jetzt revengen mit Stimmt. hier, Verteidigung ignorieren. Ja, 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 ja. Verteidigung reduzieren. So. Verteidigungsbrechung, genau, sie kann dann brechen. Das finde Stimmt. ich stark. Sie hat Immunity und sie hat Immunity, sie hat Verteidigungsbuff, kann schädliche Effekte, kann Schaden auf null reduzieren und Defense breaken. Und ein random Defense Break ist super stark, teilweise. Also, die Wasser, finde ich, hat einen richtig guten Buff bekommen da. Cool, das war Ich interessant. finde auch, die Wind hat einen Buff bekommen. Die Mit, Jade hier, dass sie jetzt auf Verteidigung skaliert sozusagen mit dem dass das Schild. Schild auf Verteidigung ist, genau. Und das Ding ist, ich habe es noch nicht, wir müssen es halt gucken, wie es mit dem Patch ist. Ganz unten in den Fehlerbehebungen steht, dass ein Fehler wurde behoben, bei dem die Fertigkeit zur Verringerung der Abklingzeit nicht auf dieselbe Fertigkeit angewendet wurde. Ist jetzt die Frage, heißt das quasi, sagen wir, Skill 3 hat 4 Runden Abklingzeit und du machst den, er reduziert die Abklingzeit. Heißt das, dass er eigentlich sich selber auch Abklingzeit abzieht? Wenn ja, heißt das, dass sie nochmal eine Abklingzeit weniger auf dem dritten hat nach dem Patch? Wow, okay, cool. Also die hatte ich, also ich habe das so gelesen und dachte mir, okay, ist interessant, kannte ich, also ich weiß nicht, ob wie es dir geht, aber ob es vorher schon so Schilde gab, die auf anderen Werten außer HP skalieren. Also es Ja, gibt sowas, ich glaube ja. also ich also lese aber nicht so häufig. Also der Großteil der Schilde, die lese ich immer laufen über Max-HP. Deswegen fand ich es erstmal, habe ich es erstmal nur so mitgenommen und konnte mir dann gar nichts drauf reimen. Ich habe tatsächlich in die Fehler lese ich meist gar nicht rein, aber es ist interessant, ja. Dann, ich glaube, bei den Von den Cookies war Keksen. jetzt. Ja, von den Keksen Erzähl. wollte ich auch sagen, das war's. Ja, genau. Ich glaube, da kommt nicht mehr Quasi. viel. Dann haben wir jetzt noch, also Sylphide in Feuer, die war für mich komplett überraschend, dass sie überhaupt auftaucht und direkt zweimal. Weiß nicht, was da der Hintergrund war für mich. Völlig unklar. Ja, mach, ändert eh nichts weiter. Dann haben wir die Horus. Ich fand den Amduat ganz interessant, den dunklen. Dass dort sozusagen jetzt vorteilhafte Effekte entfernt werden können über den Passiv, aber leider nur 30-prozentige Aktivierungsrate. Ist halt ein Horde of Hero Monster, das heißt, jeder hat ihn, Ja. theoretisch. In der Defense. Ja. Keine Ahnung, also kann schon nerven, sag ich mal. Aber ja. Ist halt nervig, aber für Special League vielleicht auch ganz interessant. Aber sonst ist jetzt nichts ultra heftiges. Für den Cleaver ist es halt cool, wenn du in der Special League bist. Er skaliert halt mit Skill 2 richtig stark auf Speed und er macht auch Immer richtig richtig krassen Damage. Sch
Macht richtig Damage. Wenn du halt ihn hast und dann random nochmal ein bisschen immune, also als ersten Damage-Dealer ohne Stripper spielst du und du strippst halt einfach ein bisschen, ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Horus Cleave. Perfekt. Weil der, wie heißt der, Immensity, der kann ja auch richtig böllern. Also ist die, der S2 Wüstenwind auch von den Horusen, die können richtig Schaden machen, das stimmt. Ja. Ottoman spielt Horus Dark manchmal in Special League. Falls du Ottoman kennst. Ja, das ist mal später, er cleaved ja auch immer ganz gerne durch alles da. Ja, und jetzt kommen die interessanten Änderungen vielleicht nochmal. Wir haben die Pires, die Leader-Fähigkeiten verändert bekommen haben. Endlich. Mal gute Leader-Fähigkeiten. Clara mit einer Speed-Lead und Julie mit einer Attack-Lead. Was sagst du dazu? Ist das für dich relevant in der RTA oder generell, wie findest du die? Also ich glaube, in Special League kann die Feuer-Pirette schon auf den Sack gehen, jetzt mit Speed-Lead. Sie wurde ja vorher schon gepickt, auch ohne, aber ich meine, du kannst halt Specially, kannst jetzt sie plus ich hier picken oder so. Mhm. Ist halt schon super stark. Stimmt. Speedlead. Five-Star sowie auch Four-Star Special League. Und ich glaube für Siege, ich bin halt kein Siege-Spieler, aber ich glaube für Siege wird das nochmal einige Devs dazu bringen. Auch hier wahrscheinlich mit ich hier oder so, muss mal gucken. Und die Wasser, naja, also ich bin halt niemand, der krass fährt auf schnelle PvP-Team, PvE-Teams legt. Mhm. Aber da muss man halt schauen, ein, zwei Wochen abwarten und dann bei Genesis oder bei Seishizu auf YouTube gucken. Ja, wahrscheinlich ist es so, ja. Die Seishizu dann immer mit seinen Free-to-Play-Teams und den nicht ganz so Free-to-Play-Ruhen. So. Ja, aber das stimmt, die sind ja da mal übel krass dabei, das stimmt. Ja, ansonsten sind wir schon durch mit dem Balance-Patch, ne? Mehr ist es nicht. Oder hast du noch in den Fehlern irgendwas entdeckt, wo man sagt, hey, guck mal hier, darauf muss man achten? Nee, also ehrlich, also das mit den Fehlern, auch da ist jetzt die Frage, Runenschmiede in Licht. Also wenn auch sie einen Fehler hatte die ganze Zeit und sich selber die ganze Zeit Abnehmzeit geben hätte sollen, die wird jetzt schon für Rift SSS Bestzeit-Teams gespielt. Mhm. Das würde tatsächlich nochmal einiges ändern, weil dann wäre nochmal mehr Score möglich mit, tatsächlich, wenn dem so ist. Oh krass. Ja, nee, gut, dann sind wir ja durch mit dem Balance-Patch, ging ja noch schneller als erwartet. Jetzt habt ihr mal da draußen so ein bisschen auch so mal so einen Einblick gekriegt von jemandem, der ein bisschen mehr in Richtung RTA denkt und spielt vor allem auch. Du bist ja regelmäßig in G3 unterwegs, warst ja auch schon, wie weit bist du in der SWC gekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Top 16 EU. Top 16 sogar, holy shit. Nicht schlecht. Ich sage einmal danke, dass wir mal deine Meinung dazu hören konnten. Fand ich mal ganz interessant, so ein ganz neues Format mal zu machen, wo nicht nur mein Gesülz hier drin ist, sondern auch mal eine Expertenmeinung. Ja, und ich sage danke dir, dass du mit dabei warst und ja, wünsche den Leuten da draußen noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Peace.